Gut, wir müssen quatschen mit Sebastiano. Mit ihm haben wir gequatscht. Stör mich jetzt nicht. Auf die Lok, das Logbuch mal im Schauen hier. Also wir haben im Prinzip auf Antigua. Ach so, dann muss ich mit Patty reden. Na, komm mal her. Wache. Okay. Sieht so aus, als wenn wir hier nicht so schnell wegkommen. Ich hab's gehört. Komm, wir gehen runter zum Hafen. Neue Questfolge Patty. Gehen wir. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Du willst nicht ernsthaft diesem Schwachkopf die Titanenharpune überlassen? Nicht wirklich. Das ist gut. Ich habe nämlich einen Plan. So? Wir kapern das Schiff. Okay, dann erzähl mal. Red weiter. Ich habe mir alles genau überlegt. Wir müssen die Wachen loswerden. Das machen wir am besten zum Schluss. Vorher müssen wir die Kanonen sabotieren, damit sie uns nicht hinterherballern, wenn wir aus dem Hafen segeln. Wir müssen darauf achten, dass genug Wasser an Bord ist. Und wir brauchen natürlich eine Crew. Uns fehlen noch 2 Leute. Zu viert sollten wir in der Lage sein, die Black Betty zu steuern. Ich habe den Piraten aus dem Turm befreit. Worauf wartest du dann noch? Hol ihn her! Er treibt sich garantiert noch in der Nähe der Stadt herum. Was ist mit der Crew? Hast du keine Freunde bei den Eingeborenen? Einer wird doch dabei sein, der was taugt. Wenn du jemanden gefunden hast, bring ihn her. Wie viel Wasser brauchen wir? Genug für ein paar Tage. Wir können es wohl kaum selber an Bord schleppen. Das dauert zu lang. Du musst dafür sorgen, dass das Schiff beladen wird. Und wie soll ich das anstellen? Lass dir was einfallen. Darin bist du doch ganz gut, kleiner Held. Wie können wir die Kanonen sabotieren? Nimm dir ein paar rostige Nägel und hau sie in die Zündlöcher. Dann sind sie nur noch so gefährlich wie ein Suppenlöffel. Hier! Gut, ich kümmere mich darum. Welche Kanonen muss ich sabotieren? Soweit ich das überblicken kann, gibt es 4 Kanonen, die unsere Flucht verhindern. Die 3 Kanonen im Hafen und eine auf dem hinteren Turm beim Haupthaus. Wenn es dir gelingt, die zu sabotieren, kann uns nichts mehr passieren. Okay. Hört sich ja nach einem Plan an. Beim Sehen, wir brauchen ja Wasser, sagt sie, ne? Ich hab gesagt, verschwinde! Die sind überhaupt gar nicht zu sprechen. Wasser, er kommt doch eigentlich hier von ihm hier, oder? Ist das nicht hier Miguel, der hier die ganzen Lebensmittel und so weiter hat? Ich habe wirklich viel zu tun. Später vielleicht. Okay. Ich guck mal, ob der Hawkins hier am Start ist. Hey,
Du hast es ja ganz schön krachen lassen, du Held. Ich hab schon gedacht, der ganze Tempel fliegt in die Luft. Woher weißt du, dass ich das war? Es hat sich rumgesprochen, dass sich ein Pirat bei den Molukken rumtreibt. Und als ich dich sah, wusste ich, du hast im Tempel Bambule gemacht. Das kann man wohl sagen. Ja, Franco. Dann habe ich doch schon hier die Chani gesehen. Chani! Endlich sehe ich dich wieder. Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Dann weißt du, dass ich verbannt wurde. Aber wir haben deinen Stamm gerettet. Mein Vater hatte keine Wahl. Es ist das Gesetz der Shaganumbi. Ich habe mich dem Chaka widersetzt. Lass uns nicht mehr davon reden. Wie ist es dir ergangen? Captain Stahlbart ist tot. Das ist der Captain, mit dem du hierher gekommen bist? Genau. Leider konnte er mir nicht mehr sagen, wo er das Amulett versteckt hat, das wir im Kampf gegen Mara brauchen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn zu fragen. Es ist eine Legende. Die Insel der Toten. Dort gibt es einen Weg in die Geisterwelt. Dort kannst du mit dem Geist deines Captains reden. Interessant. Ich habe Mara gesehen. Mara? Hast du gegen sie gekämpft? Das feige Miststück ist geflohen. Es ist der Shihoku Tiwa. Sie fürchtet ihn. Beim nächsten Mal wird sie mir nicht entkommen. Und was hast du jetzt vor? Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Ich will mich dir anschließen. Wir werden diese Küste bald verlassen. Wohin willst du gehen? Wir stellen uns dem Kampf gegen Mara. Wir haben einen Plan, wie wir sie vernichten können. Du bist ein mutiger Tonka. Ich werde dir folgen, wenn du es wünschst. Wir wollen das Schiff klauen. Mit all den Wachen und Donnerrohren. Wie willst du das machen? Wir haben einen Plan. Ich weiß nur noch nicht, wie ich Wasser aufs Schiff kriegen soll. Das ist einfach. Ist das nicht? Ich muss die Inquisition dazu bringen, das Schiff zu beladen. Ist es doch, wenn du der Kommandant bist. Ah ja. Ich besorg mir ein Haar vom Kommandanten. Chi, ich werde die Puppe und alles Weitere für dich bereithalten. Fehlt nur noch ein Altar. Hinter mir liegt der Zugang zu einer sehr alten Voodoo-Höhle. Dort wirst du einen Altar finden. Als Kommandant kann ich schlecht die Kanonen sabotieren. Aber vielleicht gelingt es dir als Kommandant, die Wachen loszuwerden. Wichtig ist, dass Wasser an Bord gebracht wird. Wasser an Bord? Dann wird Sebastiano mal ein paar Takte mit Miguel reden. Ich habe ein Haar des Kommandanten. Um genau zu sein, eine ganze Bürste mit Haaren. Huah. Dem Zorn der Götter siehst du furchtlos ins Gesicht. Doch diese Haare bringen dich zum Fürchten? Gib mir das. Ich mach das für dich. Danke. Diese Bürste ist wirklich zum Fürchten. So, hier, nimm dieses Haar und die anderen Zutaten. Alles klar, dann komm mal mit. Komm mit. Chi! Ja, so hatte ich mir das eigentlich auch irgendwie gedacht, dass wir mit der Haarbürste da weiterkommen. Hier mit so einer Voodoo-Puppe und hier Hawkins. Ich habe Crow besiegt. Captain Crow? Er ist nicht mehr. Ei, Captain! Dein Leben war so finster wie deine Pläne. Ich brauche noch Leute für mein Schiff. Du hast ein Schiff? Es liegt im Hafen der Inquisition. Also verrückt genug für einen Captain bist du ja schon mal. Also, kommst du? Ich soll einfach mit dir zusammen da rein spazieren. Sobald mich die Wache sieht, gibt's Ärger. Das ist dir doch klar. Nicht, wenn sie denken, du wärst mein Gefangener. Könnte klappen. Komm mit. Wird gemacht. Okay. Dann wollen wir mal eben hier diese Puppe erstellen. Hier war doch dieser Altar. Genau. So, Puppe Sebastiano erhalten. Und los geht's.
Hey, es ist doch der Gefangene. Alles klar. Ich habe ihn wieder eingesammelt. Hehehe, dann ab mit ihm in den Turm. Was macht die Hexe hier? Keine Sorge. Jetzt, wo Crow tot ist, werdet ihr erstmal keine Probleme mehr mit den Eingeborenen haben. Außerdem bürge ich für sie. Alles klar? Natürlich. Weitergehen. Okay. So, ich werde die hier schon mal... hier mal an die Seite mal bringen hier. Ich hab noch Grog übrig. Warte hier. Ist klar. Denk daran, du hast nur einen Versuch. Ich mach das schon. Irgendwelche Vorschläge? Ono palava, Gucho. Wir sollten uns besser beeilen, als zu reden. Alles klar. Ich hab noch Grog übrig. Hier. Nimm eine Flasche. Tawonga. Chani wird uns begleiten. Gut. Ich habe Hawkins angeheuert. Sehr gut. Damit haben wir genug Leute. Sag mal, wie hast du meinen kleinen Helden eigentlich kennengelernt, hm? Er kam in unser Dorf. Okay, dann wollen wir mal eben in die Rolle von dem Sebastiano schlüpfen. So. Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Stimme ich hier so hin. Und würde dann sagen, bis gleich. Ciao.